wenn einer über Straße rappt und die Straße sich. Digga, das ist okay, sowas ist direkt, Digga, weißt du, ist so, Bruder. Weißt du, denken, weil sie Kanaken sind, haben sie jetzt, sind sie automatisch Straße und Ghetto. Bruder, du kannst ein, egal wo du herkommst, ja, man muss dir das ansehen. Man muss dir deinen Schmerz ansehen und so. Euch Pissern sehe ich gar nichts an, Digga. Ja. Diese Knüppel sollen wir auch nicht auf Gangster und so tun. Das sind Straßenbüro-Akademiker, Digga, die genau wissen, was sie da tun, Alter. Die Pussis, Digga. Du musst ein heftiger Rap drauf haben. Ja. Und das geht auch langsam weg. Leute, es gibt nur noch einen Vibe, oder? Du musst nur noch den Vibe catchen. Ich wette, ey, guck mal, ich wette in Amerika, ich schwöre, ich wette, das ist genauso. Und wir denken nur so, oh, Bruder, die sind alle real. Glaub, nein, glaube ich auch. Deutschrap, ich finde Müll, Bruder, wirklich. Das Thema, Bruder, die Rap-Szene, Bruder, was hältst du davon? Ehrliche Meinung. Entspannend, ne? Ja, Bruder, jeder macht sein Ding. Macht euer Ding auch, Jungs. Passt auf, Digga. Bei wem ihr Geld bezahlt, wer euch f***t, wer euch einen Arsch f***t. Ich seh das auch so wie du in Deutschland. Das ist sowas, so, Bruder, ich krieg davon Abteil. Ich kann sowas überhaupt nicht ab. Bruder, ich bin ganz ehrlich so. Das ist aber auch so, so ein Teil dieser Szene. Weißt du, du kannst über Gangster-Rap machen. So größte Knüppel der Welt sein, Digga, so ist ja, der den und den und den dazu, der sich in deinem teilweise sogar, wenn Leute das wissen, ja, dass das scheiße ist. Darauf will ich gerade kommen, Digga, Alter. Ganz ehrlich, Digga. Bruder, die Leute wissen das. Jeder weiß, dass eine Sch***, jeder weiß, dass ein Knecht, Digga, weißt du, wie ich meine, der sich mit Leuten umgibt, damit keiner sieht, dass du ein Knecht bist. Ja. Davon gibt es ja 1 Million in diesem Rap-Geschäft in Deutschland. Diese 1 Million, die sich zu klein, zu schwach, zu beängstigt, was weiß ich, aber erzählen mir wieder, das sind Killer, Digga. Das meinst du, solche höre ich auch nicht. Oder weißt du, zum Beispiel, ein Beispiel jetzt nur, ein Beispiel, und Bruder, es gibt Zehntausende davon. Es gibt, die Liste ist ganz klein, die nicht so groß ist, von den Leuten, die nicht so sind. Zum Beispiel, Bruder. Weißt du, Bruder, eigentlich, man darf gar nicht darüber reden, aber was ist das, Bruder? Und das ist unser Video, der Hund, Digga. Wir schneiden den Namen raus, aber wir wissen, den wir meinen, Digga. Bruder, auf jeden Fall, Bruder, er macht sofort Anwalt, Mannwalt, Bruder, er schickt dir Staatsanwalt, er schickt alles, Bruder. Wir wissen, wir meinen diese hässlichen Bruder. Er schickt die LKA, Bruder. Er schickt die LKA, Bruder, alle vorbei, Bruder. Die streiten sich vor der Tür, wenn ich Hops nehmen darf, Bruder. Ey, Bro, aber so etwas, weißt du, Bruder, du kannst doch nicht dein Leben lang dein Image drauf aufbauen in einer der gefährlichsten Städte, Bruder. Also, Deutschland, Bruder, ist... Berlin ist richtig Ghetto, Bruder, weißt du, wie ich meine? Bruder, die hätten ihn da in jede Ecke gefressen mit Haut und Haaren. Die hätten ihn, Bruder, weißt du, wie ich meine? Der Typ kann da leben, Bruder, kann da leben, kann da 20 Jahre alles machen. Nein, nein, davor noch. Er kann da alles machen, bam, 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 bam. Lebt da so und so und so, irgendwas gefällt ihm nicht so und so. Er kommt sich geknechtet vor. Er gilt als der Typ, der alle geknechtet hat, Digga, weißt du, weil er die hat. Ansonsten hätte er gar keinen knechten können. Dann wäre ein Lutscher gekommen, der hätte ihn eine Ohrfeige gehabt. Weißt du, ich meine, aber so ein Typ wird als Gangster-Rap das und das angesehen. Bruder, das ist nur einer davon. Das ist, Bruder, ich muss mittlerweile zu all diesen... Weil das der ganze Nummer ist, Digga, dass diese Story raus ist. Ja, und alle und einfach war trotzdem 50.000 Euro verkauft. Und das funktioniert nur in Deutschland, wirklich, Bruder. Bruder, darum kann ich das alles gar nicht mehr essen. Sorry, das muss ich nicht. Ich war nicht bei diesem Big Ross, Bruder, war auch so eine Story, Alter. Auf einmal kommt raus, aber... Bulle oder sowas. Was meinst du? Bruder, das ist aber auch Amerika, Digga. Weißt du, das geht ein bisschen anders ab. Keiner hat kein gejuckt so. Bruder, ich bin auch so, ich feier sowas. Wenn einer über Straße rappt und die Straße sich. Digga, das ist okay, sowas direkt. Weißt du, meine? Aber ich meine, weil ich meine, es ist auch den Leuten unfair, die wirklich Straße und vielleicht Sachen erzählen. Ich wollte, Bruder, danach weiterhin der erfolgreich. Und seinen Namen soll er wirklich von einem anderen haben, da auch mit Ross hieß. Warum kennst du die Story nicht, Bruder? Spaß, Bruder. Das war der größte Drogendealer. Genau. Die hat ihn verklagt, Mann. Ja, guck dir mal die Netflix-Doku an. Heftig. Highway, oder nee, Dings Rick Ross. Wie hieß er nochmal? Ey, Bro, der Typ war... Freeway Rick Ross. Ja, Mann. Bruder, Digga, ganz crazy. Seine Story ist auf, geil. Auf 50 Cent, ja, schaut dann auf jeden Fall 50 Cent hat auch seinen Namen genommen von einem krassen New Yorker Gangster, der erschossen wurde. Ihn kann man, glaube ich, nicht schlecht reden. In dieser Generation, einer der Realsten überhaupt. Ich finde auch, er hat immer geil gerappt. Er hat immer lustige Aktionen. Er ist so ein kaputter, er ist halt so ein richtig kaputter. Kennst du diese YouTube-Sachen, wo Leute klatschen und so? Hey Jungs, guck mal, 50 Cent ausrasten bei YouTube, Digga. Ich bin richtig dick. Jetzt der Typ auch aus Berlin. Weißt du, meine, wenn du jetzt deine Musik hast, Bruder, kannst du das auch ernst nehmen? Bruder, ich kann erstmal voll viele von denen nicht ernst nehmen. Auch von ganz anderen, die voll angesehen sind in dieser Szene. Das meinst du, Bruder? Und voll fett dastehen und, Digga, Bruder, weißt du, Digga, ich guck, Bruder. Knüppelt, Bruder. Weißt du, denken, weil sie Kanaken sind, haben sie jetzt, sind sie automatisch Straße und Ghetto. Bruder, du kannst ein, egal wo du herkommst, ja, man muss dir das ansehen. Man muss dir deinen Schmerz ansehen und so. Euch Pissern sehe ich gar nichts an, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ihr habt auf jeden Fall, wenn ich ihr wäre, würde ich auch immer mit einer Knarre rumlaufen, weil ihr kleine seid, Digga. Weißt du, besser ist das für euch, Digga. Ganz ehrlich. Wer ist du, Digga? Weißt du, Digga, flüchtet aus euren Städten, Digga, wie
Ich glaube wirklich, ne? So die Rapper, die an der Topspitze sind in Deutschland, ich glaube, ihre Führungsverhältnis ist so weit, sie könnten sogar für das LK arbeiten. Ernst gemeint, Bruder. Die haben wirklich nichts mit der Straße zu tun. Was, wenn jetzt ein Typ sagt so, ey, mir ist alles scheißegal, ich will eine gute Musik hören, für mich macht eine gute Musik. Weißt du, was ich meine? Das gibt's ja auch, Digga. Das gibt's auch. Das gibt viel mehr als die sollen. Bruder, aber dann soll er mal von Sachen rappen, die Umfeld entspricht. Weißt du, meine? Soll man echt bleiben? Er sagt jetzt so, das ist mir egal, ich mach Musik, um Geld zu verdienen, so. Diese ganze Geschichte juckt mich alles gar nicht so. Ich bin nur hier, um Geld zu verdienen. Und Hörer von ihm sagen, ey, Realness interessiert mich gar nicht. Ich will nur seine Musik hören. Oder dann verstehen die meiner Meinung nach diese Webkultur. Dann verstehen die diese Webkultur. Also soll das mal Pop-Rap nennen, Digga. Oder Image-Rap. Der andere Typ hier vom... Danke. Der Fette, jemand den Fetten von dem Berliner Freund. Der Manuel, ich sag dir, muss man einen Sack über den Kopf ziehen und so viele Bomben geben. Er als Rapper, er ist ein hervorragender Rapper. Ja. Sag dir ehrlich, Bruder, er ist sehr, sehr gut so. Und hier, ich verstehe aber nicht, Digga, wie du dann diese Gangsterschiene so hart durchziehst. Du bist der größte Clown. Und sagst, das ist für mich aber dann nur... Bruder, ich hab ihn so lange auf Insta beleidigt, bis er mich blockiert hat, Digga, wirklich. Ich schwöre, meine Jungs wissen das. Im Beast Mode, er postet so breite Bilder. Bruder, ich sag, du liegst seit 3 Wochen auf der Couch, alles gut bei dir. Alles, was er geschrieben hat, Bruder, ich hab ihm. Das kann man doch nicht ernst nehmen, Bruder. Weil Deutschland ist an sich real, Bruder. Es gibt, wir kennen echte Leute, die Straßen, die was zu erzählen haben, weißt du? Wenn der zu einem kommt, der nach 3 Wochen Feige auf der Couch, wo es liegt, und dann über Straßen erzählt, Bruder, das ist für Deutschland ein schlechtes Image. Aber erstmal ansagen, wie du haust auf die Brust, komm mal her, wenn du ein Problem hast, ich stehe hier. Am Ende des Tages können wir ja als Hörer sagen, ich höre mir das einfach nicht an. Ja. Weißt du, was ich meine? Mach ich auch, Bruder, aber ich finde, solche gehören gar nicht dorthin, wo sie sind. Ja, aber das ist halt das Ding, Bruder. Die gehören gar nicht. Am Ende ist das nur Musik und Kunst und du kannst gar nicht gucken. Und ich, ich wette, in Amerika, ich schwöre, das ist genauso. Wir denken nur so, boah, Bruder, die sind alle real. Auf jeden Fall wahrscheinlich in Amerika auch richtige Schüler. Aber dann musst du sagen, die größten Killer, Bruder. Locker hat 4-5 Leute umgelegt. Ich meine, du kannst ja nicht so sagen, so, ey, Digga, ein Hörer muss das wissen und sobald, glaube jemand ist nicht real, darf er die Mucke nicht mehr hören. Das ist eigentlich auch dumm, so zu denken. Eigentlich muss Bruder, ich finde, die haben das nicht verdient. So, nochmal ein Vergleich zeigen, warum ich so denke, Bruder. Jetzt, ich schaue auch sehr viele News in London. Irgendein Rapper, wie ist der nochmal? Der ist letztens mit mehreren Kilo Kokain hochgegangen, sitzt jetzt 12 Jahre oder so. Bruder, genau solche Sachen. Du hörst, das sind die News. Das geht durch überall. Deutschland hier, weißt du, das gerade News sind. Dieser albanische Rapper hat sich mit seiner Freundin getrennt und die beefen sich. Bruder, ich bin schockt. Wer? Weißt du, was ich meine? Wie heißt die? Ja, ich höre die nicht, Bruder. Auf jeden Fall. Ey, Bruder, das ist ja dieser Musik ist krass, Digga. Bruder, die sind cool. Aber nein, gar nicht auf die Fläche sind das beiden Gangsters, weißt du, meine? Aber um zu diesem Kontrast zu zeigen. Ja. Da, du hörst, ein Rapper wurde erschossen über den Nachrichten hier. Zwei Rapper streiten sich, weil sie die Beziehung gestreit haben. Bruder, ich sage, geht's noch, weißt du, meine? Ihr macht uns voll zum Affen. Da hörst du, einer sitzt 12 Jahre. Ja, aber einer hat ihn erschossen. Aber, du kannst ja auch nicht sagen, anstrengend, Hip-Hop-Polizei zu gucken. So, Digga, der ist. Aber das auch, Bruder, sorry, dass ich unterbreche, Bruder. Jetzt, aber guck mal, wie willst du als Künstler beeinflussen, was irgend so ein maskierter YouTuber postet, Digga. Was willst du da machen? Nein, davon kannst du nicht, aber was hat der da irgendwelche Schlagzeilen? Entschuldigung, wenn da irgendwelche Schlagzeilen projiziert und die gehen dann ein bisschen durch die Decke, Digga, da kennen die noch nichts für. Die haben schon eine Beziehung gehabt, jetzt kommen ein bisschen Schmutzsachen raus, die machen irgendwelche Sätze dazu, machen Bilder von denen, die machen voll die Story da. Bruder, diese Erbärmlichkeit. Ihr seid auch die größten Knüppel. Ihr passt perfekt in diese Deutschrap-Szene hier. Ich bin richtig back to the roots mit dem Ding. So, für mich ist nur eine Sache, ist der Rapper krass oder ist er nicht krass? Wenn er nicht rappen kann, sogar mich juckt nicht mal, wie real er ist, Digga. Außer er hat irgendwas Geiles, er hat irgendeinen geilen Vibe oder so. Boah, wenn er was Geiles hat und rappt. Wenn er was Geiles hat, Digga, dann ist nochmal was anderes. Aber in erster Linie finde ich, du musst als Rapper, weil ich komme aus dieser Generation, du musst ein heftiger Rapper sein. Haben. Und das geht auch langsam weg. Leute, es gibt nur noch einen Vibe, oder? Du musst nur noch den Vibe catchen. Da gibt es auch Leute, die sind cool, so, die catchen den Vibe. Aber es gibt auch viel Müll, Digga, viel so Getreller, Müll. Es ist gar nicht mehr so mein Ding, aber ich muss nur sagen, es ist Geschmackssache. Zum Beispiel ein Freund von mir, 8-4, Bruder, er macht das genau richtig. Er macht richtig Rap, richtig Pop, aber er hat bei diesen Hooks und so auch noch richtig Vibe und sowas. Weißt du, so ein Gefühl und sowas. Er kann rappen auch. Er kann auch rappen, Tools, aber ich meine, er macht das geil, weißt du? Yeah. Und er hat das ohne dieses Oldschool, du denkst so, er macht so eine eigene Musik, Digga, Alter. Auch, ja, das ist der geil, Digga. Schön.
Ja, Mann, aber ich glaube, euch muss das doch wirklich abfacken, oder nicht? Boah, geht ihr seid Leute, Bruder, ich finde, ihr seid straff. Schon, ja, schon lange vorbei, dieser Film. Früher, Bruder, daran hätte ich mich aufhängen können, Digga. Jetzt, aber der größte Hate aller Zeiten. Warum soll ich mich an diese Pisser, Bruder, aufregen, ganz lange nicht über irgendwas, weil die meinen Hack nehmen würden oder was? Anscheinend, Bruder, bin ich gar nicht hungrig genug gewesen, um mir das selber zu holen. Ich meine, Bruder, letztendlich, Bruder, weißt die erzählen was von Straße, du erzählst was von Straße. Ja, aber am Ende des Tages geht es um Rap. Auch Rap ist auch ein Geschäft, Bruder. Das war schon immer. Ja, wie schlau du deine Sachen anstattest, wie du mit dem, der und der will mit dir gar nichts arbeiten, weil du bist anscheinend nicht in seiner geistigen Liga, weißt du, was ich meine? Bruder, ich habe mich immer in meinen eigenen geistigen Sphären bewegt, will ich mal sagen, Alter. Und deinen eigenen Welt hast du schon, das stimmt. Und der Film, den Karim so hatte, Digga, ich hatte eine Zahl im Auto, wie kannst du das besser, Digga, das bockt mich, Digga. Ich will einfach nur noch so, wir sind auch zu viel Künstler, weißt du? Ja. Ich will dann lieber nur so sagen, Digga, Alter, ich mache ja auch nicht so harten Straßenrap wie Karim jetzt, weißt du, was ich meine? Ich will nur für mich sagen, ich mache Musik, die mir übertrieben gefällt und meinen Leuten gefällt. Dieses ganze andere, das ist so absurd, Digga. Wenn du dich zu lange damit beschäftigst, dann bist du behindert. Das ist genauso wie dieses so, wenn du irgendwann auf diesen Illuminaten-Film hängen bleibst. Das ist irgendwann so, weißt du, du bist irgendwann so, ey, Digga, die ganze Welt wird beherrscht und eine von denen. Das ist immer nur zu viele Wunschungen. Wenn die nicht gewesen wären, hätte ich Ausbildung und du bist immer in so einem Kreislauf, wo du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, andere Leute die Schuld dafür zu geben, wie deine Lage ist, und dann damit gibst du auch insgeheim zu, dass du genauso sein willst wie die eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ich will auch Geld machen mit denen. Ich will auch unbedingt um jeden Preis erfolgreich sein. Und man muss aber auch sehen, du und ich, Digga, wir wollen auf jeden Fall Geld machen. Als ob du und ich um 8 Uhr morgens aufstehen, dann um 9 Uhr Interview, um 11 Uhr Fotos steht, dann 7 Stunden. Du auf jeden Fall nicht, Digga. Und dann abends gehe ich ins Studio und schreibe, Rap ist ein krasser Beruf auch, Bruder, weißt du? Diese Knüppel sollen wir auch nicht auf Gangster und so tun. Das sind Straßenbüro-Akademiker, Digga, die genau wissen, was sie da tun, Alter. Die Pussys, Digga. Black Panther Promotion.